Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei AS Motorcycle Repair. Ja, liebe Schrauberfreunde, heute geht es um den Hydraulikspanner. Der Grund, dass ich den Hydraulikspanner jetzt extra thematisiere, ist einfach, und zwar habe ich in letzter Zeit, also in den letzten paar Monaten, ein paar E-Mails bekommen, wo ich ein paar Mal dieselbe Frage gestellt bekommen habe, und zwar: Andreas, wie stelle ich den Hydraulikspanner zurück? Ich habe das schon mal im Video vom Ventileinstellen erklärt. Aber ich werde jetzt nochmal genauer darauf eingehen, weil das einfach in dem langen Video irgendwo verschwindet. Das Thema passt mir jetzt gut ins Konzept, weil ich gerade meinen Tiger zerlegt habe und die ganzen Teile jetzt vor mir liegen habe. Und da kann ich ein paar Videos wieder machen von Dingen, die irgendwo untergegangen sind oder die ich noch nicht thematisiert habe. Heute konzentrieren wir uns aber auf den Hydraulikspanner und das andere kommt dann in den nächsten Videos. Zuerst einmal die Frage: Zu was dient der Hydraulikspanner überhaupt? Was hat er für Aufgabe? Und das ganz einfach erklärt: Der Hydraulikspanner ist dafür da, um die Steuerkette gespannt zu halten. Der Spanner selbst funktioniert mit Öldruck, aber da wir beim Starten des Motors noch keinen Öldruck haben, dient dann diese Feder, was ihr jetzt auf der Abbildung seht, und die hält praktisch die Spannung, also die Steuerkette, mal gespannt, bevor dann der Öldruck das Ganze übernimmt. Bevor wir jetzt weitermachen, benennen wir mal die Teile, die was ihr jetzt hier auf dem Foto seht, damit ihr nachher auch wisst, von was ich rede. Fangen wir von links an, da haben wir mal den Kolben, dann haben wir die Feder, dann haben wir das Hydraulikspannergehäuse, daneben haben wir dann den Aufnahmering und rechts davon den Sprengring. Und darüber haben wir dann den O-Ring und die Dichtung, die dazu dienen, dass natürlich kein Öl aus dem Gehäuse austritt. Gut, jetzt sehen wir uns das mal in der Praxis an. Um die Feder aus dem Gehäuse zu bekommen, müssen wir den Aufnahmering zusammendrücken. Das könnt ihr mit dem Fingernagel machen. Ihr braucht einfach nur eine Seite an die andere zu drücken und dann könnt ihr den Kolben herausziehen. Eine zweite Möglichkeit ist, man kann auch eine Pinzette nehmen, und dann nehme ich einfach die Pinzette und drücke oben den Aufnahmering zusammen und dann kann ich den Kolben auch aus dem Gehäuse herausziehen. Bitte die Teile behutsam behandeln, denn da sind diese kleinen Federn, die sind alle ziemlich filigran. Jetzt ziehen wir Kolben und Feder heraus aus dem Gehäuse, und im Gehäuse ist natürlich noch ein verbliebenes Öl und das muss natürlich auch aus dem Gehäuse heraus. Auch im Kolben selbst befindet sich noch ein wenig Restöl. Das könnt ihr dann, so wie ich, einfach da verkehrt in den Behälter reinstellen. Und einstweilen können wir dann das Gehäuse reinigen. Kurzum, wir brauchen jetzt da keine große Wissenschaft draus machen. Wir reinigen einfach alle Bestandteile vom Hydraulikzylinder. Ich zeige euch noch, wie man den Sprengring herausbekommt und den Aufnahmering. Muss man nicht unbedingt zwingend machen. Ich zeige es trotzdem. Den braucht man eigentlich nur vorne ein bisschen zusammendrücken, den Sprengring. Und dann geht er eigentlich ganz leicht raus. Der Aufnahmering ist ein wenig fummeliger, das muss ich ehrlich gestehen, also den kann man nicht zusammendrücken, denn beim Zusammendrücken macht man gerade das Gegenteil, man drückt ihn auseinander. Das heißt, da kann man dann auch einen kleinen Schraubendreher zu Hilfe nehmen. Wie gesagt, seid immer vorsichtig bei dem Ganzen, dass ihr diese kleinen Federringe da nicht zu sehr belastet und verbiegt, sondern macht es vorsichtig. Der geht dann im Prinzip auch relativ leicht heraus, und ja, wie gesagt, es ist nicht zwingend notwendig, dass man den herausnimmt, wenn er nicht defekt ist. Wenn die beiden Ringe heraus sind, dann kann man natürlich das Gehäuse besser putzen, aber es ist ja nichts im Gehäuse drin, außer Öl, ein sauberes hoffe ich, und keine Verschmutzungen, nehme ich an, und darum kann man es auch drinnen lassen und nur das Öl ein bisschen rauswischen, genügt vollkommen. Und weil wir so brav das Ganze alles zerlegt haben, dürfen wir es jetzt natürlich wieder zusammenbauen. Wir beginnen mit dem Aufnahmering. Der kommt wieder als erster ins Gehäuse rein, in die ganz hintere Nut. Pass auf, dass der einfach schön in der Nut drin sitzt und natürlich da drinnen leicht beweglich ist. Der zweite Ring ist der Sprengring. Der geht relativ leicht hinein. Den braucht ihr nur zusammendrücken und dann könnt ihr den relativ einfach in die vordere Nut einführen. Haben wir die zwei Ringe erfolgreich im Gehäuse platziert, dann kommt eigentlich schon der nächste Schritt, und das ist natürlich dann die Feder. Und nach der Feder kommt natürlich dann der Kolben. Und der Kolben wird jetzt auf die Feder draufgesteckt,
Und wenn er dann hinten am Aufnahmering ansteht, dann könnt ihr den Aufnahmering ein wenig zusammendrücken und dann rutscht auch der Kolben dann hinein. So, jetzt spannen wir den Kolben. Jetzt werdet ihr feststellen, dass ihr hinten mit dem Aufnahmering ansteht am Gehäuse. Darum nehme ich jetzt eine Pinzette zu Hilfe, drücke den Aufnahmering zusammen und drücke den Kolben ganz hinein. Und zwar so weit, bis die Nut vom Kolben, die vordere Nut vom Kolben, genau beim Sprengring ist. Und dann drücke ich den Sprengring herüber in diese Nut hinein vom Kolben. Und somit ist der Kolben drinnen jetzt gespannt und gesichert. Ja, und so sieht das Ganze dann gespannt aus. Ich mache da mal einen Stopp und ein Standbild, dass ihr auch das einmal in Ruhe anschauen könnt. Und genauso wie ihr den Hydraulikspanner jetzt seht, genauso wird er in das Fahrzeug jetzt wieder eingebaut. Natürlich bleibt es im Fahrzeug dann nicht so, sondern durch einen leichten Druck auf den Kolben wird dann der Spanner praktisch wieder aktiviert und der Kolben geht dann wieder durch den Federdruck nach vorne. Und wie wir den Kolben im Fahrzeug lösen, das zeige ich euch jetzt dann gleich. Am Zylinderkopf selbst, wo der Hydraulikspanner drinnen sitzt, da seht ihr jetzt die Ölbohrung. Hier kommt das Öl ungefähr mit einem Druck von 3,5 Bar, sage ich jetzt einmal, heraus. Und ihr habt natürlich auch gegenüber im Spanner dann eine Bohrung. Und dort baut sich natürlich dann der Druck hinter dem Kolben auf und der Kolben drückt dann wieder auf die Spannschiene. Und zwar genau dort drauf, wo ich es markiert habe mit dem Pfeil, auf das Anschlagplättchen. Zum Thema Spannschiene und Tauschen von den Anschlagplättchen und Tauschen von dieser Spannschiene kommt ein eigenes Video, ein kleines, wo ich euch zeige, wie man das genau macht. Nun gut, jetzt bauen wir den Hydraulikspanner wieder ein. Das sollte so jetzt aussehen, bevor er ihn einbaut, also der Kolben gespannt. Und natürlich O-Ring und Dichtung erneuert. So, jetzt stecken wir den Hydraulikspanner in den Zylinderkopf. Hier seht ihr noch die Ölbohrung. Die gehört natürlich auf die andere Seite, also wir drehen den Spanner um 180 Grad. Den O-Ring, den könnt ihr noch leicht mit Motoröl benetzen. Dann rutscht er leicht rein und dann den Spanner hineindrücken, bis er mit dem Gehäuse abschließt. Der Hydraulikspanner sollte auch noch leicht zum Drehen gehen. Das ist gleich der Test, dass der Dichtring auch ordentlich drinnen sitzt. Danach kommen die zwei Schrauben rein und das machen wir jetzt gleich in Schnelldurchgang. Das heißt, die werden einmal mit der Hand festgezogen, handfest festgezogen und danach ziehen wir sie mit dem Drehmomentschlüssel an. Und der Anzugsmoment dafür ist 9 Newtonmeter. Jetzt müssen wir natürlich den Hydraulikspanner wieder freigeben und das machen wir folgendermaßen. Nur noch, weil ich am Anfang nicht erklärt habe, wie man den Hydraulikspanner ausbaut. Ich wollte eigentlich in diesem Video gar nicht so weit abschweifen mit dem Ein- und Ausbauen, weil ich das im Video Ventil einstellen auch erkläre. Aber ich mag es jetzt einfach trotzdem, weil es einfach zum Hydraulikspanner dazugehört. Für das Ausbauen des Spanners ist es unbedingt erforderlich, den Kurbelgehäusedeckel abzubauen. Und danach steckt ihr einfach einen Holzkeil zwischen die Spannschiene und das Gehäuse. Das dient dazu, dass die Steuerkette, wenn wir den Hydraulikspanner ausbauen, auch danach noch gespannt bleibt. Würden wir das nicht machen, besteht die Gefahr, dass die Steuerkette unten über das Zahnrad drüber springt und dann würden die Steuerzeiten nicht mehr passen und das könnte zu einem Motorschaden führen. Habt ihr das gemacht, könnt ihr den Spanner dann ausbauen. Gut, jetzt sind wir aber beim Einbau und wir haben jetzt den Spanner reingeschraubt, wieder in den Zylinderkopf. Wir sehen jetzt hier den Holzkeil drinnen, den haben wir reingesteckt praktisch beim Ausbauen und diesen Holzkeil nehmen wir jetzt wieder heraus. Bei mir ist dieser Holzkeil jetzt schon freiwillig rausgesprungen. Es soll natürlich nicht so sein, der soll schon fest drin halten, das sollte nicht passieren. Ich habe nur vorher kurz, bevor ich das Video gemacht habe, provisorisch reingesteckt und ein bisschen zu locker natürlich und darum ist jetzt gleich freiwillig wieder rausgesprungen. Aber wie gesagt, ihr sollt schon einen Keil nehmen, der was da fix schön drinnen hält, dass die Steuerkette schön gespannt bleibt. Um den Hydraulikspanner jetzt freizugeben, drehen wir die Kurbelwelle um eine Viertelumdrehung gegen den Uhrzeigersinn. Ihr hört dann so ein leises Klackgeräusch, wenn der Spanner freigegeben wird und ihr habt jetzt gar keine Viertelumdrehung gebraucht, habe ich schon gehört. Und dann macht sie einfach ein paar Umdrehungen im Uhrzeigersinn. Und danach zum Abschluss sollte man natürlich nochmal die Steuerung überprüfen. Ihr habt unten auf der Kurbelwelle Markierungen und oben auf den Nockenwellen. Wie das genau funktioniert, das entnehmt bitte dem Video Ventile einstellen. Und zu guter Letzt muss natürlich jetzt auch kontrolliert werden, ob die Steuerkette gespannt ist.
Vergesst nicht, wenn ihr das Motorrad das erste Mal startet, dass kein Öldruck noch im Spanner ist. Also gebt es nicht gleich Gas, sondern lasst es am Stand laufen. Dann hört ihr wahrscheinlich ein bisschen ein Rasseln von der Steuerkette. Und das muss aber dann in ein paar Sekunden weg sein. Wenn der Öldruck kommt und der Spanner mit Öl befüllt wird, dann muss das Rasseln aufhören von der Steuerkette und der Motor muss dann wieder ruhig laufen. Wenn man oben den Ventildeckel herunter hat, dann sieht man auch von oben, wenn man mit der Taschenlampe reinleuchtet, auf den Hydraulikspanner und auf die Spannschiene. Und da kann man es natürlich auch kontrollieren. Darum, es wäre immer vorteilhaft, wenn ihr das macht, wenn ihr gleich Ventile einstellt oder Ventile kontrolliert, weil dann ist gleich der Ventildeckel herunter und dann kann man das Ganze natürlich viel besser machen. Gut, jetzt haben wir das geschafft. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es war für euch wieder lehrreich und ich bedanke mich bei euch wieder fürs Dabeisein. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video versäumt. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir auch auf Instagram folgt. Das jetzt immer, wo ich mich so herumtreibe, auch privat. Und ja, freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns wiedersehen beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal bei Ice Motorcycle Repair. Tschüss.